Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video, Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, okay, was hat dieser Videotitel zu bedeuten? Migo erklärt's euch. Also. Ja, und zwar haben wir einen Aufruf auf Instagram gestartet, dass ihr uns mal eure Fahrzeuge bzw. eure Seiten zuschicken sollt. Wir werden mal einen Blick drüber werfen und mal ganz kritisch euch in Grund und Boden stampfen. Nein, Spaß beiseite. wir werden halt auf eure Fahrzeuge reacten. Genau, einfach mal drauf reagieren. Ja. Und wir fangen auch am besten einfach direkt damit an, nach dem Intro. So, wir haben jetzt hier uns ein paar rausgesucht. Ja, also ein paar sagen, Namen rausgesucht. Anfangen werden wir mit Las Fab. Ja. Nicht traurig sein, wenn ihr nicht dabei wart. Es gab auch einige, die leider private Profile hatten, wo wir gar nichts gucken konnten. Genau. Und wir mussten halt auch gucken, ne, wie viele wir da reinnehmen, weil das Video darf nicht allzu lang werden. Richtig. Aber vielleicht seid ihr beim nächsten Mal dabei. Richtig. Also, okay. Las Fab, Fabian. Okay. Jetzt sind wir gerade hier auf seiner Seite und sehen schon einen E39, ja. Wir erkennen einmal M6-Felgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt originale M6-Felgen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Problem bei M6-Felgen ist einfach, beziehungsweise beim E39 eigentlich, ist einfach, dass er einen anderen Nabendurchmesser hat. Ja? Das heißt, er ist größer. Andere Felgen passen nicht drauf. Ich glaube nicht, weil die stehen ziemlich weit rein. Also nicht ziemlich weit, aber wenn du die Originalen mit Adapter fährst, dann sind die extrem weit raus. Genau, das stimmt, weil das die ET schon so. Generell genau, schon niedrig ist. Genau. Deswegen, ja. Aber nicht schlimm, wenn die vernünftig verarbeitet worden sind, kann man da nichts gegen sagen. Ich meine, das sind einer der geilsten Felgen überhaupt für den E39. Definitiv, ja. Also das ist ja sowieso der Trend gewesen, so irgendwie M6-Felgen auf den E39 zu packen. Das war Trend, wo ich meinen E39 hatte, so 2012 rum. Ja, da war auch davor. Aber da war das auch so ganz extrem. Also wenn man dann mal so durch die Foren gegangen ist, jeder hatte die drauf, oder wollte die drauf haben. Nicht jeder hat, aber jeder wollte die drauf haben. Ja. Die Schweine auch auf dem E46 übrigens. Ja. Ganz viel aber auch auf dem E46. Da eher aber seltener als auf dem E39. E39 war auf jeden Fall... Das ist deutlich gehypter. Ja. Aber es sieht auch geil aus, muss man sagen. Ja, das stimmt. So, weiter geht's. Und da haben wir ein weiteres Bild von Las Fab oder Las Fab. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen werden soll. Aber, was sehen wir? OZ Mito. Richtig. Nice. Die erinnern mich an etwas. Aber an was war das nochmal? Sind die nicht auf... Nein, egal. Jedenfalls, sieht aber gut aus. Passt auch gut zum Fahrzeug. Kann man echt nichts gegen sagen. Ich meine, sind das die dreiteiligen, wenn ich das richtig sehe sogar? Mit dem, Doppeltiefbett. Ich glaube, das sind die Zweiteiligen. Zweiteiligen? Ja. Weil ich sehe auf jeden Fall eine Stufe. Aber egal, die sehen auf jeden Fall Hammer aus. Muss man sagen, die sehen auch gut aus. Also auf dem E39 funktionieren Felgen wie zum Beispiel die M6-Felgen. Ja. Ja. OZ Mito, BBS, ganz heftig. Sternspeiche 128. Auch, ja. Hammer. Also das ist schon wirklich unglaublich. Ja, und da sieht man nochmal im... Seitenprofil sozusagen und da haben wir es. Also das ist wie für den Wagen gemacht. Ne? Ist so. Also wirklich. Also eigentlich hätte der echte M, der M5, mit denen rauskommen müssen. Ja, ganz ehrlich. Ne? Das wäre geil. 19 Zoll mit den M6-Felgen, das wäre schon nice, auf jeden Fall. Ja. Auch wenn man hier mal die Heckansicht anschaut, doch, das sieht ganz ordentlich aus. Auf jeden Fall. Also Fabian, da hast du gute Arbeit geleistet. Mach weiter so. Unser Fazit, gut. Wirklich gut gemacht, auf jeden Fall. Daumen hoch dafür. Kommen wir zum nächsten. So, Paul, Alter. Oh, ich sehe schon. Fährt E36, ist schon mal sehr gut. Ja, absolut. Sieht auf den ersten Blick auch sehr gepflegt aus, muss ich sagen. Ja, es ist auch ein Saisonfahrzeug, wie du siehst, ein Kennzeichen. Das heißt also, der wird den wahrscheinlich nur im Sommer bewegen, beziehungsweise in der Saison. M3-Felgen, auch wenn das die M3-Winterfelgen sind. Ja, Kontur 23 war das, ne? Genau. Ja. Hardtop? Hardtop bei einem... Saisonfahrzeug? Ja. Auch komisch, aber gut, wer es mag. Ja. Also das sieht wirklich sehr, 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 sehr ordentlich aus. Das sieht sehr, sehr gepflegt aus. Ja. Auch mal hier ein Rolling Shot von seinem Auto. Ja. Das sieht, okay, die Qualität ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil man hier halt immer mal rein und raus zoomt, muss man sagen. Aber schön ist auch, dass er ist sehr original gehalten ist. Ja, also absolut. Keine Angel Eyes. Also wie Abwerk, sonst, ne? Ja. Wie Abwerk. Vielleicht nochmal ein bisschen in der Tiefe so ein bisschen angepasst. Vorne, also... Auf jeden Fall, weil kein E36 ist Abwerk so tief. Ja, richtig. Also das sieht wirklich sehr ordentlich aus, muss ich wirklich sagen. Also Paul, Daumen hoch, heg und pfleg den Wagen weiterhin so gut. Und
so eine Idee, so eine Anregung. Vielleicht solltest du mal schauen, dass du deine Nebelscheinwerfer unten ein bisschen abdunkelst oder beziehungsweise abgedunkelte holst. Oder, Smoke meinst du? Oder Smoke, genau, also in Rauchglas. Mhm. Und vielleicht auch die Blinker vorne und hinten. Manche stehen auf die Orangenen. Ja, yeah, manche stehen drauf. Aber wenn ich das so richtig sehe, hat der Weiße an der Seite. Richtig, und, ja. Genau deswegen. Ne? Mein Tipp wäre jetzt einfach, vielleicht mal auf Rauchglas zu setzen. Aber ansonsten schon. Ansonsten wirklich super. Aus. Es ist halt immer so eine Geschmackssache. Also ja. Manche mögen es, manche wollen einfach auch die gelben Blinker haben, ja. weil das einfach mehr oldschool wirkt. Ja? Genau. Und ja, gut, ist jedem selbst überlassen, das wäre mein Tipp. Aber wie gesagt, super, super nice. Der Lack sieht auch super geil aus, muss ich sagen. Ja. Also top Arbeit, mach weiter so. Und allseits knitterfreie Fahrt. So, kommen wir zum nächsten. Ja, kommen wir zum nächsten, dem Emre TAD Light. Schauen wir uns mal an, was er zu bieten hat. Oh. Ja, ist ein Mini, nice. Das ist was für dich, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was für mich, passt doch zur Farbe der Mütze. Ja. Ja, ich sehe auch direkt einen Minion-Fan, also ein Minion-Mini. Ja, also das ist schon ziemlich nice, muss man sagen. Also ich bin, was viele ja nicht ahnen können, ich bin ziemlich krasser Mini-Fan. Ich liebe Mini. Einfach so auch die Philosophie dahinter, die da steckt und es ist einfach, weiß ich nicht, da geht mir das Herz auf, wenn ich das Auto jetzt hier sehe, in dieser Farbe, auch vor allem in Rot. Ein Schwarz-Rot kommt ja gut, oder? Absolut, absolut. Ja, und ja, man sieht hier Turnschuh Adidas. Ja. Aber kommen wir mal zum Wagen an sich. Wirklich, wirklich super geil gemacht. Also wirklich nice, muss ich sagen. Die Tiefe ist perfekt. So. Ach, guck mal hier, Turkish Delight Crew. Ah. Die kennst du auch wahrscheinlich, ne? Ja, die, sagt die kennt eigentlich fast jeder. schöne Grüße an die Jungs, ja. Wir kennen uns nicht persönlich, aber trotzdem, ne? Schöne Grüße an euch. Bild in der Waschstraße. Das ist dann wahrscheinlich ein Washporn, ja. Was natürlich auch wieder auffällt, ich weiß nicht, ob das jetzt seine Sommerreifen sind, beziehungsweise Sommerräder sind, ich glaube aber schon, sind die OZ. Ja, das sind Sommerräder. Felgen, ja. Also da muss man auch sagen, das ist schon wirklich, wirklich nicht von schlechten Eltern auf jeden Fall. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Ist amtlich. Ist wirklich amtlich. Aber das ist ein geiles Auto. Oh, okay. Gecaro-Sitze, ziemlich nice. Geil. Der Minion da hinten. Mhm. Also ziemlich auf dem Minion-Thema. Ja, und ich sehe schon, der hat auch was am Lenkrad verändert. Ja, ich sehe die 12 Uhr Markierung von dem Lenkrad. Auch passend die roten Gurte dazu. Ja. Stimmt, ne? Also das haben wir ja gar nicht. Ja. Stimmt, rote Gurte. Also da ist schon ganz viel Liebe zum Detail. Auf, ne? Jeden Fall. Sagen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Das ist nicht einfach mal so eben Fahrwerk, Folie und tschüss, nee, sondern nee, da ist schon wirklich, das ist durchdacht. Durchdacht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also der Emre, der hat Stil. Also das sieht schon, boah, das ist schon pervers nice, muss ich sagen. Ne? Also könnte ich mir einen Mini aussuchen, ne, dann würde der so aussehen. Ich als nicht so großer Mini-Fan muss auch sagen, der ist geil. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also kommen wir zum nächsten. Calypso Rot. Jo, okay. Jetzt kommen wir in meine Region eher an. Statt vom bisschen weg vom Mini in meine Region, die alten Oldschool-Dinger. Mhm. Gefällt mir auf Anhieb. Auch wenn die Felgen nicht original sind. Aber gut, das ist ein ROD, glaube ich. Oder Rondel oder wie die heißen. Aber gut, kann man verkraften. Das Auto sieht ja sonst relativ gepflegt aus. Aus Dortmund? Ja. Nice, 520i, so wie man das vom Kennzeichen ablesen kann. Ist schon nice. Ja, aus dem Pott. Aus dem Pott auf jeden Fall. Und man muss wirklich sagen, sehr, sehr gut in Schuss. Der Lack ja. Sieht wirklich super aus hier auf den Bildern. 6 Pötte aus dem Pott. Das Auto sieht auf jeden Fall amtlich aus. Das ist ja. Ziemlich nice. Also, was Verbesserungsvorschläge, was sagst du? Andere Felgen, wa? Ja. Also, damit, weil das Auto ist weitestgehend original, muss man sagen. Genau. Ja. Geil wären auf dem Original M5 Felgen. Ja. Aber teuer. Ja. Sehr teuer. Ja. Ja. Aber die wären perfekt. Ja. Wirklich die. Das wäre ziemlich nice. Ja. Die Turbinen, die ja. Schaufeln. Die M-System, wir reden hier gerade von den M-System Felgen. Genau. Aber ich muss sagen, auch so, sogar mit den Rondel Felgen sieht der super aus. Ja. Also ist so vollkommen in Ordnung. Weil Tiefe ist auch in Ordnung. Tief, ja, wenn man sich absolut, mal anschaut, absolut, das, wenn man sich wirklich Ordnung. Mal jetzt Radkasten zu Reifen anschaut, ja. Gut, da ist jetzt ein dicker Reifen drauf, man hat keine Lücke, aber es ist nicht so tief, dass man sagt, es ist wie jetzt bei manchen VAG-Fahrern, dass man eine ET von 8000 braucht, ja. So gefühlt, ja. Dass das Rad auf der anderen Seite wieder rotzt. Ja, ja. Ist auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Also, was ich empfehlen würde, ja, M-Systemfelgen oder irgendwelche OEM-Felgen, was Kreuzspeichendesign. BBS, ja, Hammer. BBS RC. Es müssen noch nicht mal Dingens, die teuren BBS sein. Es reicht eigentlich Styling 5. Ja. Die bisschen schmaleren, mit dem kleinen Tiefbett. Genau. Sogar die werden schon optimal. Ja, das stimmt. Und in 17 zumindest. Ja.
Auch von innen, guck mal hier, ne, siehst du? Der sieht nicht. Holzdekorelemente, das ist schon. Original gehalten. Ja, das ist original gehalten. Aber es ist halt wirklich gepflegt, ne? Also ich sehe keine Cracks oder sowas, ja, also doch, keine Risse. Lenkrad ist leicht abgegriffen, aber das Auto hat nun mal schon ein paar Jährchen am Buckel. Richtig, richtig. So. Zum nächsten. Dann kommen wir mal zum nächsten. Weiter geht's mit Titan-Silber E36. Ja. Da schauen wir mal direkt das erste Bild an. Und wir sehen Achsvermessung. Ein Dortmunder. Dortmunder? Und nice. 316 auf dem Kennzeichen. Der zweite Dortmunder jetzt. Ja. Ja, nice. 316 am Kennzeichen, da ist jemand ganz stolz. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie man sehen kann, der Lack ist eigentlich auch hier gut in Schuss, wie ich sehe, ne? So von den Bildern her, ja. Von den Bildern her auf jeden Fall. Also man erkennt jetzt, bei Silber ist es auch schwierig, etwas zu erkennen, muss man sagen. Aber was mir auch auffällt ist, er ist direkt auf dem richtigen Weg, Achsvermessung. Das machen so viele E36-Fahrer einfach nicht. Die hauen Fahrwerk rein, die hauen Felgen drauf und so. Achsvermessung, die 60 Euro habe ich doch gar nicht mehr jetzt. Was ist das, Achsvermessung? Warum soll ich das machen? So, oder? Lenkrad steht so rum, so komplett auf dem Kopf und man fährt geradeaus. Ja. Egal. Also mal abgesehen davon, dass es halt wirklich blöd ist, auch vom Fahrgefühl her, das macht auch einfach die Reifen kaputt. Ja, das ist echt, das also ihr seid fast jedes zweite Jahr beim Reifenhändler, ist echt so. Deswegen, er macht's richtig auf jeden Fall. Wenn man einen richtigen E36 hat, ist man eigentlich jedes halbe Jahr beim Reifenhändler. Jedenfalls, er macht's auf jeden Fall richtig. Ja. Ich sehe auch direkt schöne Felgen drauf. Ja. Das passt auch gut. Mhm. Also der Weg ist auf jeden Fall der richtige. Wenn da jetzt so ein M-Paket drankommt, ist eigentlich optimal. Ja, also auf jeden Fall M-Seitenleisten, M-Paket rundrum. Mhm. Ja. Vorne hinten, ja. Vorne hinten, natürlich auch die Schweller, klar. Also irgendwie, ob jetzt gedreht oder die normalen vom Kompakt, ist egal. Aber ansonsten... Dann macht der schon richtig was her. Auf jeden Fall. Weil dann wird nochmal der Unterschied ganz extrem, weil die Felgen sind schon gut. Weil gerade in Silber kannst du wirklich viel mit Schwarz arbeiten oder beziehungsweise mit Rauchglas oder mit dunklen Elementen. Ja. Also man könnte jetzt zum Beispiel den Seitenblinker irgendwie in einem dunklen Ton holen. Die Blinker vorne, die Blinker hinten. Ne? Und vielleicht auch die Nebelscheinwerfer, wenn man sich dann welche reinbaut, weil ich sehe gerade, du hast keine. Ja. Nur die Kappen drauf, Nur die Kappen drauf. Man muss jetzt auch keine drauf haben, also es ist jetzt kein Muss, aber falls man sich das nachrichten möchte. Ich habe auch keine. Ne? Schwarze Nieren, ne? Von daher. Ja. Also er ist wirklich auf dem richtigen Weg, definitiv. Auf jeden Fall, ja. Ne? Schau dir das mal an. Tiefe ist auch optimal. Tiefe ist optimal, auf jeden Fall, ja. Mhm. Okay. Mit den Stahlfelgen auch super. Super, krass. Ja, aber da siehst du mal wieder, was Felgen ausmachen. Genau, da sieht man wirklich den Unterschied. Ja. Wenn man wirklich mal, guckt euch das jetzt mal an. So, ihr seht jetzt das mit Stahlfelge und ihr seht jetzt das. Das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Felgen machen einfach alles. Felgen machen das Auto. Ja. Das ist wie Kleider machen Leute. Ja. Das ist so wie wenn ihr, guck mal, hier tragt ihr kein Bavmo-T-Shirt. Ja, genau. Und hier tragt ihr ein Bavmo-T-Shirt. Also hier sieht man auch zum Beispiel, dass er hier ein Gewindefahrwerk verbaut hat. Ist leider irgendwie die falsche Marke, finde ich jetzt persönlich, weil also jeder, der uns kennt, Low-Tech. Ja. Low-Tech, Low-Tech, Low-Tech. Ist meiner Meinung nach in dem Preis, in dem Mid-Price-Range-Segment gibt es nichts Besseres. Da gibt es wirklich nichts Besseres. Meiner Meinung nach, ich würde eher so wirklich einen Low-Tech empfehlen. Jetzt nicht, weil die mit uns jetzt irgendwie eine Kooperation haben oder Geld zahlen die uns so oder so nicht. Ja. Warum eigentlich nicht? Was soll das? Was soll das? Nein, Spaß beiseite. Viele Grüße gehen auch raus an Herr und Frau Schöringhofer von Low-Tech. Die unterstützen uns jetzt schon seit 2,5 Jahren ungefähr. Ne? Ja. Ja. Seit 2,5 Jahren und also das ist wirklich, wirklich top. Und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass sie uns unterstützen oder irgendwie mit uns kooperieren oder sonst was. Die Fahrwerke sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Das System dahinter ist super. Ja. Der Preis dahinter ist gut. Der Preis, es ist auch eigentlich ein Premium-Fahrwerk. Machen wir uns nichts vor. Allein die KTL-Beschichtung und sowas alles. Ja. Ne? Und also das ist nicht selbstverständlich. Ne? Das stimmt. In dem Preisbereich. Gut. Ja, aber so, als nächstes haben wir den Samandar Shore, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, die Qualität ist halt jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil halt dunkel und generell wegen der Komprimierung auf Instagram. Aber und reinzoomen. Und reinzoomen. Also eigentlich alles, was schlecht läuft gerade, kann nur schlecht laufen für eine Bildqualität. Aber was soll man machen, so ist das normal. Aber auf jeden Fall viel verbaut.
Also ich sehe, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man es erkennt, aber ich sehe vielleicht höchstens einen leeren Knopf. Diesel, hat ein Diesel. Das weiß ich nicht. Doch, M57 steht in den Hashtags, Diesel Power. Ah, krass, das ist ein Diesel, okay. Ja, finde ich super. Immer für die Umwelt. Ich hoffe, du knatterst mal demnächst direkt über die A40 damit. Ja, falls du noch darfst. Deswegen sage ich, ja, sag mal richtig drüber. Ja. Aber auch hier sehen wir zum Beispiel wieder, da ist wieder wirklich ein Mensch dahinter, hinter diesem Wagen, der wirklich, wirklich Liebe für diesen Wagen übrig hat. Weil man sieht zum Beispiel auch am Lackbild. Schau dir das Lackbild mal an und schau dir mal an, wie die Spiegelungen hier sind. Ne? Ja, also man erkennt jetzt nicht so, dass irgendwie Kratzer drin sind. Nee, nichts. Keine Bäume. Es sind natürlich immer Bilder im Internet. Richtig. Klar, immer was man erkennt es nicht wirklich, aber auf den Blick von hier aus gesehen wirkt es super. Ja, auch die Felgen zum Beispiel, die sehen sehr, sehr gepflegt aus, wenn man mal weiter reinzoomt. Schaut euch das mal an. Ja, weiter geht leider nicht mehr. Aber die sind auch wirklich sauber. Schau dir das mal an. Also, das ist nicht bei jedem so. Ja. Das ist wirklich nicht bei jedem so. Ja, Sam, dann würden wir sagen, wir wollten uns eigentlich mit dem Sam treffen, wollten wir. Ja. Wir wollten eigentlich sein Auto, wollten wir eigentlich filmen. Fällt mir das ein. Stimmt. Ne? Leider kam es nicht dazu, weil Drehgenehmigungen und so weiter und so fort und mit den ganzen Städten und das ist halt immer so eine Sache. Ja. Ja. Wir hoffen, wir können es nachholen, dass wir vielleicht seinen wirklich super gut erhaltenen E38 mal, sehen könnt. Ja. Ja. Und vielleicht können wir dann auch mal seine Story dahinter hören, weil, wie gesagt, das ist schon, das sieht sauber aus, ne? Ja, Sam. Wie gesagt, super geil. Auf jeden Fall mach so weiter und vielleicht machst du mal ein paar Bilder mehr auf Instagram, sodass die Leute... Am Tag, ja. Dass die Leute mal dein Auto sehen können. Ja, ja, also, weil es lohnt sich. Also, der ist wirklich gut erhalten. Man muss sagen, einer der schönsten der Siebener. Schönsten Siebener, die jemals gebaut worden sind, auf jeden Fall. Genau, Black E36 kommt jetzt. So. Okay, Olli. Dortmund, okay, super. Schon Dortmund, aber was ist hier los? Was ist hier los? So, E36 Coupé sehen wir hier. Okay, 325i, das heißt auf jeden Fall ein V-Facelift. Also, nee, also sorry, das geht gar nicht. Nein, Spaß beiseite. nein, also das ist schon, boah. Ist schon nice. Ist aber sehr, sehr tief. Aber nice. Aber tief, aber nice. ich weiß nicht, ob der... das sieht mir nach Static aus. Airride, okay, könnte auch sein, aber eher nach Static. Was mir auffällt, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Velocity-Lippe ist. Kann aber sein. Das ist auf jeden Fall keine originale M-Lippe. Nee, das nicht, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube aber, es ist eine Velocity-Lippe aus den Staaten. Steht da was? Nee. Ja, ich glaube, es ist eine... Ja, Felgen sind top, muss man sagen. Ja, da kann man überhaupt nichts Negatives zu sagen. Die sind hammergeil. Felgen sind einfach, boah, Wahnsinn. Klasse 2 Spoiler, ne? Mit Distanzstücken. Hammer. Den wollte ich auch dann immer auf meine Limo haben unbedingt. Ja, ja, hier sieht man das Herzstück, den M50 B25 mit Vanus. Yep, mit Vanus. Hammergeil. Also das ist ein E36. Ich bin kein Coupé-Fan, ich bin Limo-Fahrer, aber das ist ein Coupé nach meinem Geschmack. Ja. Tief wie Sau, ich denke mal unfahrbar. Die Jungs haben auch Spaß dabei. Das Ding sieht geil aus. Ja, absolut. Boah, das ist ein geiles Bild, ne? Das Bild sieht richtig gut aus. Richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall top. Das sieht stimmig aus. Ja. Definitiv. Das sieht stimmig aus. So. Ja. Da wollten wir euch den Z3 mal zeigen, weil den finden wir wirklich sehr interessant. Also, ja, gehen wir mal zum ersten Bild. Das ist das aktuellste Bild. Testfit. Okay. Also so wie es ausschaut. Felgenanprobe. Felgenanprobe. Hm, ja. Geht fit. Auf jeden Fall, geht klar. Ja. Ich bevorzuge aber doch seine anderen Felgen, muss ich sagen. Du meinst die hier? Ja. Und auch hier haben wir wieder OZ Mythos drauf. Die einfach wie Arsch auf einmal passen. Wenn man sich mal wirklich die Kiemen anschaut und diese Linie, die zu den Felgen führt, das ist einfach wirklich unglaublich geil. Ne? Ja. Ja, vor allem, guck mal, Latschen hinten, das sieht schon geil aus. Ja, ja, das ist wirklich geil gemacht. Oh, hier mit der dicken Lippe, ey, boah. Ja. Wenn jetzt genauso wie hier ist, noch die Nieren schwarz wären. Mhm. Hat er die Nieren schwarz gemacht? Ich weiß es nicht. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Na, das würde halt zu den ganzen schwarzen Elementen noch so geil passen. Aber absolut. Sieht einfach nur geil aus. Also egal, ob ist aber halt auch wieder eine Sache von Geschmack, also persönlichem Geschmack. Kann natürlich auch sein, dass sie dann ein bisschen zu sehr untergehen, weil der eine dunkle Farbe hat. Kann auch sein, ja, kann natürlich auch sein. Aber an sich, das war sein Alter, ne? Oh, E36, also vom E36 auf E36. Ja. Auspuff in der Mitte. Auspuff in der Mitte, ja. Weil das ist nämlich genau so ein Ding, ja.
was man ja eigentlich nicht wirklich sieht, ne? Ja, ja? Eigenen Geschmack auf jeden Fall. Ja, es ist was Besonderes. Ja. Ganz klar. Ah, guck dir dieses Fahrzeug mal an. Dieser Blick kommt schon geil rüber. Absolut. Absolut geil. Geile Kiste. Die Tiefe, die Lippe vorne, die ja. Felgen, die Farben. Das stimmt alles soweit. Das stimmt, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ach, hier haben wir sogar kommentiert. Genau, einfach nur Hammer. Wirklich einfach nur der Hammer. Das ist Wahnsinn. Ja, Markus. Wirklich alle Daumen, die wir haben, 4 Stück, nach oben. Ja. Richtig nice. Kommen wir nicht aus Tschernobyl. Ja. Richtig, richtig nice. So, jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Kandidat. Ja. Ach was, da haben wir den Tire Burner oder was? Ja. Ah. Blärt. Amaturum Blärt. Bester Mann. Bester Mann. Okay, ja, wir wollen nämlich auf seinen gelben E36 reagieren. So, was sagst du dazu? Passt gar nichts. Nee, ne? Ich kann. Also, wieso macht man das? Weiß ich nicht. Die Felgen sind nicht so toll, Alter. Die Lippe sieht aus, so. Nein, Spaß. Man merkt, Spaß. Wir konnten uns schon das Lachen nicht verkneifen. Ja, nein. Ist das Respekt, ernsthaft, wirklich Respekt. Dass du Mut dafür hast, damit rumzufahren. Nein, Spaß. Komm, nein. Ernsthaft jetzt. Nein, ernsthaft jetzt. Wirklich Respekt, was du aus diesem Projekt gemacht hast. Ja. Also, wenn man bedenkt, wie er ganz am Anfang aussah. Mir fehlen die Worte, ernsthaft. Mir fehlen die Worte, was du aus diesem Projekt gemacht hast. Ja, Respekt, was du aus diesem Projekt gemacht hast. Also, wenn man sich mal den Wagen anschaut, wie er vorher ausgesehen hat und wie er jetzt aussieht, einfach der Hammer. Es sind auch Bilder hier, wie er früher aussah. Also, ja. Wirklich geile Farbe. Die Felgenwahl ist sehr geil. Ja, genau. Mhm. Die Felgenwahl ist sehr geil. Und einfach das Ergebnis ist Hammer. Wenn man wirklich mal so schaut, wie der Wagen einfach vorher aussah, wenn man sich mal anguckt, wie das vorher aussah, wie man sieht, so sah es vorher aus, hier waren noch ein paar mehr Bilder. Ja, schau mal hier da. Hier ist noch eins von der Seite. Ziemlicher 0815 Standard halt, ne, wie man es halt kennt. Ja, also verranzter E36. Ja, so. Ja, das hat er auch, glaube ich, selber gesagt, dass er sich halt so einen wirklich als Projekt geholt hat, um diesen dann aufzubauen. Also, das Ding war, er hat es irgendwie, die haben das Auto schon mal auf dem Kanal gehabt. Genau. Ja? Und, beziehungsweise er. Dann stand es irgendwie rum, für eine lange Zeit und dann musste der Wagen aber irgendwie weg, und er hat das seinem Kumpel irgendwie für ganz wenig Geld abgekauft und hat dann mit seiner Community dieses Fahrzeug aufgebaut, ne, mit seinen Kooperationspartnern, seinen Sponsoren und seiner Community hat er das aufgebaut und natürlich auch selber aufgebaut. Ja. Und das Ergebnis ist wirklich genial, weil so einen gelben E36, besonders in diesem Ton, in diesem kräftigen Ton. Genau, weil Dakar-Gelb ist ja etwas blasser, genau. Was ja die original gelbe E36-Farbe so ist. Das ist auf jeden Fall wirklich super nice, so wie es ausschaut. Ja. Mit den schwarzen Nieren, das passt perfekt, schwarze Leisten, schwarze Lippe. Ja. Ne, weil gerade Schwarz und Gelb, das sind so Farben, die einfach perfekt passen. Genau, das ist wie Rot und Schwarz und dann nochmal wirklich alle Daumen hoch, die wir haben, das hast du wirklich super geil gemacht und leider können wir uns ja jetzt auf der Aston Motor Show nicht sehen. Ja. Das war eigentlich eine Überraschung für euch, Leute, dass unsere Communities sich da irgendwie zusammentun. Viele, also bei vielen überschneidet sich das ja sogar, also viele, die Stars schauen auch uns. Und da wollten wir euch eigentlich überraschen mit einem Besuch bei der Aston Motor Show. Hat leider nicht ganz geklappt, aber wir haben da was anderes vor. Und hier nochmal ein Aufruf an alle unsere Abonnenten und Supporter. Abonniert ihn. Glaubt uns, abonniert ihn. Er verdient es. Ja, er ist ein wirklich super guter Kerl. Ja. Mehr bleibt da nicht zu sagen, ernsthaft. Also abonniert ihn, schaut ihn. Ist ein wirklich Top-Kerl. Abonniert uns. Abonniert uns, genau. Und jetzt wollen wir mal auf ein Thema kurz noch zu sprechen kommen, bevor wir hier aufhören. Und zwar ist das die Geschichte mit PayPal und Patreon. Das Ding ist, wir haben momentan echt sehr, sehr wenig Spenden bekommen. Es haben wirklich sehr wenig Leute gespendet. Und wie viele denn? Zwei Leute haben gespendet und insgesamt kamen 35 Euro bei rum. Also nochmal zur Verdeutlichung, das sollen keine Almosen sein oder sonst was. Es geht halt also einfach nur um den Erhalt des Kanals und dass wir im nächsten Jahr weiterarbeiten können. Wie es ausschaut, hat man jetzt nicht wirklich Interesse daran, uns finanziell dazu unterstützen, was auch vollkommen okay ist. Also niemand muss ja jedem das sein, genau, niemand ist dazu gezwungen zu helfen oder sonst was. Ne? Es war einfach nur halt eine Idee, um also wirklich aggressive und heftige Werbung vom Kanal wegzuhalten.
aber wie es ausschaut, können wir es nicht mehr anders machen. Das heißt, ja, wir müssen wieder auf Werbung setzen und wir müssen wieder auf einen Kooperationspartner setzen. Wir werden versuchen, die Werbung so stark wie möglich herunterzufahren, aber anders geht's nicht. Also wir haben gehofft, dass wir das per Crowdfunding machen können, sozusagen. Ja, also dass unsere Community quasi Wavmo finanziert mit uns zusammen, weil wir zahlen auch privat aus eigener Tasche immer noch sehr, sehr viel Geld dafür, um das Ganze am Leben zu halten. Und ja, leider ist es jetzt so, da besteht kein Interesse daran, ja, dass... An der Stelle aber auch trotzdem mal an die zwei, die gespendet haben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Und so ist das, also so verhält sich das momentan. Und damit auch einfach mal wirklich jeder dann vor Augen hat, was für eine Situation wir gerade stecken. Also Werbung möchten die meisten nicht sehen. Dann sagen wir, okay, dann lassen wir vielleicht die Werbung weg und versuchen es über Crowdfunding. Wollen die meisten also auch nicht. Also eigentlich will das gar keiner, außer zwei Leute. Also ja, überhaupt niemand. Also fast überhaupt niemand, mhm, ja, wirklich marginal. Und da muss man einfach schauen, wie erhält man den Kanal. Richtig. So. Weil es kostet alles Geld, ne? Das ist leider so. Und wir werden zwar PayPal und Patreon noch offen lassen, das heißt, dass unter jedem Video wird halt, werden halt die Links noch zu finden sein, aber... Es wird wieder Werbung kommen, ja, es wird eindeutig. Leider wieder Werbung kommen, ja. Also wir wollen euch halt Content bieten, wir sind ganz, ganz kurz davor, den nächsten Step zu machen. BMW arbeitet schon mit uns zusammen. Das heißt, man könnte so, so viele geniale Projekte realisieren. Wir könnten vielleicht auch irgendwann mal in die heiligen Hallen von BMW und da mal wirklich intensiv filmen und nicht nur mal 5 Minuten irgendwie, ja, wegen der Sendezeit. Ja. Ja, was man ja im TV hat, haben wir ja nicht. Ja, wir können Videos raushören en masse. Aber so schaut's aus, Leute. Das ist leider ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also da haben wir mit mehr Unterstützung gerechnet. Gerade weil die Ablehnung so, so extrem war. Gegen die Werbung, genau. Gegenüber der Werbung, die wir da geschaltet haben. Aber es geht leider nicht anders. Und da bitten wir euch wirklich um, ja, um Verständnis. Und dass ihr da mal vielleicht sagt, okay, wisst ihr was? Dann sei es so. So, ja, dann schaue ich mir halt mal die Werbung an, alles gut. Ja. Ja. Also das hoffen wir jetzt, weil wenn ihr beides nicht mehr wollt, dann können wir leider keine 5. Staffel mehr machen. Ja. Aber, wie gesagt, das war's auf jeden Fall von uns beiden. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr hier bei diesem Format mitmachen wollt, dann folgt uns bei Instagram und schreibt uns einfach an. Ja. Und stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr auf euren Profilen nicht privat seid. Nicht privat seid und auch viel von eurem Auto zu sehen ist. Genau. Ja? So, der Akku ist gleich leer. Wir verabschieden uns hier. Und vielen Dank. Geben weiter an die Endcard. Genau, und geben weiter an die Endcard. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Bavmo Crew.